Sie sind hier, 4. Oktober 2018, 10.11 Uhr, von Sport 1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern Slalom Kanute. Franz Anton gewann als erster Deutscher seit 25 Jahren WM-Gold im Kanadier einer Urheberrecht Getty Images. Franz Anton gewinnt bei der Kanu-Slalom-WM eine historische Goldmedaille. Dafür erhält der 30-Jährige nun eine Auszeichnung. Franz Anton ist von den Sporthilfe geförderten Athleten nach seinem historischen Weltmeistertitel zum Sportler des Monats September gewählt worden. Der 30-Jährige gewann bei der Kanu-Slalom-WM in Rio de Janeiro als erster Deutscher seit 25 Jahren den Titel im Kanadier einer. Platz 2 belegt der Deutschland-Achter, der sich auch im wichtigsten Rennen des Jahres keine Blöße gab und seine Siegesserie mit dem verdienten WM-Titel fortsetzte. Rang 3 belegt Simone Blum, Einzel-Weltmeisterin und Mannschaftsdritte im Springreiten. Kooperation zwischen Sport 1 und der Deutschen Sporthilfe gewählt werden die Sportler des Monats regelmäßig von den rund 4000 geförderten Athletinnen und Athleten der Deutschen Sporthilfe, unterstützt von der Athletenkommission im DOSB und Sport 1. Sport 1 ist die Nummer 1 Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bergen. Mehr.